Die Feste Kaiser Wilhelm II., auch bekannt als Pforte Mutzig, war eine bedeutende Befestigungsanlage im Reichsland Elsaß-Lothringen. Sie wurde zwischen 1893 und dem Ersten Weltkrieg, etwa 20 Kilometer westlich von Straßburg, erbaut. Mit einer Fläche von 254 Hektar war sie bei Kriegsbeginn die größte geschlossene Festungsanlage des Deutschen Reiches. Die Festung war mit einer Vielzahl von Waffen ausgestattet. Sie umfasste Schirmlafettenkanonen, Haubitzen, Verschwindetürme und Fahrpanzer. Die Anlage verfügte auch über eigene Kraftstationen, Wasserversorgungssysteme, Kriegskasernen und Kommunikationseinrichtungen wie Telegrafie und Funk. Nach dem Ersten Weltkrieg ging die Festung unbeschädigt in den Besitz Frankreichs über. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie kurzzeitig von deutschen Truppen besetzt, bevor sie von amerikanischen Streitkräften erobert wurde. Heute dient die Feste Kaiser Wilhelm II. Als Übungsgelände und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Feste Kaiser Wilhelm II. Steht als beeindruckendes Zeugnis der Militärgeschichte und des Festungsbaus im Elsaß-Lothringen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.